Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Solar-Powerbank. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Golden Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus, also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen, das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode DAVE, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Bevor wir die jetzt gemeinsam auspacken, ein Dankeschön an die Firma GoodAR. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die haben mir die Powerbank zur Verfügung gestellt, eine Solar-Powerbank. Wir werden das jetzt mal gemeinsam öffnen. Hat 26.800 mAh. Das sollte nicht schlecht sein, aber das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe ja schon einige Videos über Powerbanks oder Powerstationen auch schon gemacht. Aber ich finde, das gibt ja nie genug. Einmal öffnen. Hier ist ein Karabiner. Und hier haben wir ein, was ich sehr gut finde, USB-C auf USB-C. Ja, sonst ist hier nichts weiter drin. Weg damit. Den machen wir auch mal. Hier ist dann kurz beschrieben. Unsere auf Deutsch. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, Sicherheitshinweise, besondere Aufmerksamkeit wegen Temperatur. Aber das ist ja bekannt. Hier sieht man schon, was die hat an Anschlüssen. Auch zwei LED, also eine Taschenlampenfunktion. Kabelloses Laden sogar. Finde ich auch sehr gut. Typ-C-Anschluss, Ausgang, USB, Mikro und noch weiter. Aber das sogar ein Lightning-Anschlusskabel. Auch nicht schlecht. Wer noch ein Lightning-Kabel hat, kann das ja gleich mal anschließen. Hier sehen wir dann noch alle Parameter für die Eingänge und Ausgänge. Ja gut, die LED hat 1 Watt. Das reicht. Ich muss persönlich sagen, eine Taschenlampe brauche ich nicht unbedingt. Aber ist nun mal der Wahl. Das USB-C-Kabel erklärt sich von selbst. Wir kommen zum Schmuckstück. Und ich sehe hier schon, leuchtet was. So eine ganz kleine grüne LED. Das heißt, die lädt schon. Und hier haben wir noch ein. Hier haben wir den Lightning-Anschluss, USB-C-Anschluss, Micro-USB und. Das heißt, wir haben hier schon Kabel dran. Ist das nicht toll? Also wenn ich jetzt meine Hand hier drauf halte, ist die LED aus. Wenn ich sie wegnehme, seht ihr schon, es wird geladen. Hier haben wir auch noch Anschlüsse. USB-A, USB-C und hier haben wir einen Eingang. Machen wir mal wieder zu. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann leuchtet das hier eigentlich. Hier haben wir die ganzen blauen LEDs. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich komme ein bisschen dichter dran. Das ist denn der Ladezustand. Ja, hier haben wir das Wireless Charging. Auch wenn es nur 5 Watt ist, ich halte mal dichter dran, dann könnt ihr das lesen. Hier leuchtet auch was. Ich habe mal die Taschenlampe angemacht. Ich halte sie mal ganz kurz rein. Also die ist sehr, sehr hell. Das macht ihr auch über den Ein- und Ausschalter. Bloß ein bisschen länger gedrückt halten, dann geht das wieder aus. Und wenn wir kurz
Dann haben wir hier noch diese LED-Leuchte. Ich hole die mal raus hier. Ja gut, muss ich ehrlich zugeben, diesen Anschluss kenne ich nicht. Also ich habe den noch nie gesehen. Also wenn ihr wisst, was das für ein Anschluss ist, schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre echt super. Ich behaupte mal, die meisten werden den USB-C-Anschluss benutzen oder Wireless Charging. Ich werde die mal so ganz kurz so in der Sonne liegen lassen, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben ja noch halt, wie gesagt, hier diese Anschlüsse auch. Einmal ein Eingang und zwei Ausgänge. Also wir können auch schon mal direkt über ein Kabel laden. Ja, sonst macht das einen sehr soliden Eindruck. Und das ist, wenn ich das ausklappe, da kommt dann die Karabine dran. Und den könnt ihr das so baumeln lassen. Ob man das nutzt, weiß ich noch nicht. Also ist dabei, finde ich gut. Ja gut, dann hole ich jetzt mal ein Gerät und schließe das mal an. Dann sehen wir, wie die Leistung ist. So, ich werde hier einmal gleich meinen DJI Mic 2 anschließen und danach werde ich die Insta360 Ace Pro. Das ist USB. Das ist ein Eingangskabel und die drei sind Ausgangskabel. Und das ist ein Lightning-Anschluss. Naja. Aber ich habe zwar noch einen Lightning-Anschluss. Mal sehen, was der bringt. Wir können den mir, ich kann das ja kurz mal anschließen. Dann müsste das ja laden. Einen Moment. So. Also wenn ich jetzt hier drauf halte, fängt das jetzt über den Lightning-Anschluss zu laden. Das heißt, er lädt jetzt über den Lightning-Anschluss und über Solar. Finde ich auch nicht schlecht. So, packen wir mal beiseite. Dann holen wir jetzt mal den USB-C raus. Ich würde aber empfehlen, das so zu lassen. Das wäre sehr interessant, auch für Leute, die mal einen Kurztrip machen und möchten ihr Handy oder vielleicht Tablet unterwegs mal kurz aufladen und sind dann viel draußen. So, ich halte das mal in die Kamera. Wie ihr seht, wird geladen. Also ich werde noch ein Video darüber machen, wie schnell, wie lange das dauert und was das wirklich bringt. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, soliden Eindruck. Und ich verlinke euch auch den Preis dazu und wie man es bekommen kann. Ja, ich freue mich schon auf den Test und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.